wenn es erst mal losgeht, geht es nur noch bergab. So, aber warum wird mir die Tür da hinten angezeigt? Da unten ist dann der Ausgang. Kenne ich den nicht von der Akademie? So. Mach jetzt zu. Ist nun leer. Alles klar. Aber was zeigt mir? Ah, okay. Gut. Wie soll ich jetzt da ins Telefon gehen? Zu Hause? Oh, jetzt sag bloß, das wusstest du nicht. Du bist ja wirklich niedlich. Du Mistkerl! Fass mich nicht an! Sieht, was du den ganzen Ärger wert. Los, schafft's in den Helikopter! Okay, das hätte ich jetzt eher nicht erwartet. Dann würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Hitman, hier im dichten Nebel. Deshalb verstecke ich hier erstmal meine Kanone. Und werde mich hier erstmal durchschleichen. Okay. Das ist doch verrückt jetzt. Das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten? Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Der sieht mich. Ihr habt ihn gehört, nur tick. Mit dem Kerl, der seinen Sohn hat. Tod zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze. Zentrale, Ladung 7 bis 12 sind scharf. Was, wo? Hä?
Okay. Irgendwie kapiere ich das nicht ganz. Die Sicht hier unten ist gleich null. Wir brauchen mehr Zeit. Over. Erledigen Sie es. Wenn Leila in 5 Minuten nicht zurück ist, begraben wir den Bastard und verschwinden. Das ist doch verrückt. Wie können die mich eigentlich da hinten sehen? Das frage ich mich gerade. Wenn du mich fragst, der Boss dreht langsam durch. Zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze. Kann man sie verdenken? Ach Gott, ich habe auch noch eine Zeit. So eine Scheiße würde jeden fertig machen. Zentrale, Ladungen 7 bis 12 sind scharf. Over. Alter. Jetzt kam ich mal bis da hinten, aber ich habe keine Ahnung. Muss ich hier entlang? Leute, hilft mir! Dexter hier. Sind die Sprengladungen gelegt? Negativ, Sir. Die Sicht hier unten ist gleich null. Wir brauchen mehr Zeit. Over. Erledigen Sie es. Wenn Leila in 5 Minuten nicht zurück ist, begraben wir den Bastard unter Schutz. Sir. Okay, Bewegung, Leute. Ihr habt ihn gehört. Die Uhr tickt. Wo zum Teufel sind die übrigen Sprengsätze? Da hinten! Viel Glück beim Suchen! Jetzt steht ihr da. Gut, und jetzt? Die Zeit rennt mir davon. Liebe Leute. Das ist doch verrückt. Das eigene Gebäude in die Luft jagen, um einen einzigen Typen aufzuhalten. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich... Erste Frage, wie soll ich da durchkommen? Kann man sie verdenken? Leila ist da unten mit dem Kerl, der seinen Sohn getötet hat. So eine Scheiße würde jeden fertig machen. Zentrale, Ladungen 7 bis 12 sind scharf. Over. Okay, und was machst du jetzt? Du drehst dich wieder um. 3:30. Okay. Läuft der weg? Weil ich muss wahrscheinlich irgendwie da hochkommen. Aber wenn ich mich bewege, dann sehen die mich. 3 Minuten. Hallo? Jetzt läufst du da hin. Ja, gut, aber... hallo? Okay, ich bin zu blöd dazu. Um hier raus... irgendwas zu erkennen. So. Verkleiden. So. So,
süß, der Typ. Fast schon zu süß. Lauf. Oh. Kontrollpunkt. Oh mein Gott. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Bin ich der Einzige, der hier rechnen kann? Wenn Dex der durchdreht und den Zünder drückt, dann schaffen wir es niemals alle hier weg. Eins. 1,35. Denk einfach nicht darüber nach, okay? 30. 1. Hat noch jemand Zündschnur übrig? Gott, ich sehe hier draußen rein gar nichts. Was zum... Ich hab nichts zum Werfen. Lauf. Oh shit. Annäherungsminen in Sektor A und C gelegt und scharf. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir wollen ja keine Kettenreaktion auslösen. Over. Okay. Komm schon. Nein. Komm schon, bitte. Lauf. Verlassen. Okay, das schaffen wir nicht. Ne, 3, 2, 0. Papulator, die Kette will. Was war das? Ah, gut. Wo ist mein verfluchtes Geld? Haben wir leider nicht geschafft, also. Wir wissen jetzt, dass wir uns... Ah, okay, jetzt bin ich hier. Zwei Einheiten, ein Helikopter. Bin ich der Einzige, der hier rechnen kann? Wenn Dex der durchdreht und den so. Dann schaffen wir es niemals alle hier weg. Ich weiß. Denk einfach nicht darüber nach, okay? So. Annäherungsminen in Sektor A und C gelegt und scharf. Passt auf, wo ihr hintretet. Wir wollen ja keine Kettenreaktion auslösen. Over. Ja, geh. Dreh dich um. Okay, gut. So, machen wir das Ganze nochmal. Da stimmt was nicht. Das dauert zu lange. Ich glaube, dein schweigsamer Freund kommt dich retten, Kleines. Für ein Laborexperiment hast du dich gefreut. Was hast du gemacht? In den Augen geklippert? No, jetzt habe ich wieder Zeit verloren. Fuck. Fuck, 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 fuck. Sekunden. So. Öffnen.
klettern. Wir haben sie gerade gefunden. Worauf warten Sie? Lassen Sie mich mit ihr reden. So. Ach, das war's schon. Geht's mal weiter? Tut mir leid. Jetzt bist du sicher. Schon gut. Gib mir Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben Sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Lieber 47, wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Viel Glück, 47. Alle Zivilisten wurden vom Gelände eskortiert. Wir sind ungestört. Travis, ist die Leitung sicher? Was gibt's? Wir haben das Familiengrab der Burnwoods gefunden. Okay. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Was wollen Sie denn noch? Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stimmt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. Ich hab 0,0 Instinkt. Was? So. Was ist das jetzt schon wieder? Warum schießen die da nach hinten? Was ist das, eine Schotti, oder? So. Nee, austauschen möchte ich gerne noch nicht. Was? Von wo? Ich glaube, da ist sowas hier besser. So, nachladen. So.